Hallihallo, meine Lieben, wir sind wieder da. Heute habe ich wieder ein Foodhaul für euch. Und zwar, wir waren heute bei Lidl einkaufen wegen der frischen Bande und die Brune sagt Hallo. Und dann waren wir noch bei Kaufland, weil ich laktosefreie Produkte kaufen wollte und die waren gerade im Angebot. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Video. So, einmal von Lidl. Die Brune will gleich zeigen. Ein Spiel, Kakerlakenspiel, hat sie mitgenommen, hat sie. Ja, wir haben die normalen Größe, aber die ist kaputt gegangen. Die Kakerlake funktioniert nicht mehr und sie wollte den kleinen. Kann man auch mitnehmen, wenn wir verreisen. Und der hat dann statt 4,99 3,49 und die kosten bei Müller 6,99, habe ich mal gesehen. Ja. Ja, die Kakerlaken. Dann machen wir weiter mit Foodhaul. Augenblick. So, einmal hier nehme ich gleich die mit. Ich habe 30 Euro ausgegeben. Wir sind nächste Woche nur wir drei da, weil mein Mann verreist. Er fliegt weg für ein paar Tage nach Portugal und ja. Und wir haben dann, der hat dann Urlaub. Aber er kann leider nicht im Sommer fliegen, deshalb fliegt er jetzt. Und ja. Wir zeigen jetzt, was wir alles eingekauft haben. Einmal Himbeeren für 99 für die Beatrice. Dann auch 99 Heidelbeere. Ist sie nur die Beatrice, die sonst macht das keine. Dann solche zweimal Bananen. Eine ist schon reif und den anderen noch ein bisschen grün. Weil ich bin die Einzige, ich und Beatrice, die Bananen isst. Und mein Mann ist sowieso nicht da. Und die Bruna ist auch keins. Dann so eine Süßkartoffel. Achso, die haben über 1 Euro. Die sind, ich glaube, 1,20 Euro gekostet. Die zwei weiß ich leider nicht. Da habe ich gar nicht geschaut. Und machst du nicht. Ich schau mal kurz hier rein. Ich habe den Kassenzettel hier für euch aufgehoben. Süßkartoffel 1 Euro und Paprika 40 Cent. Ja, 99 und 40 Cent für mich. Ich wollte nur Ofenpaprika machen, Ofengemüse machen, nicht Paprika. Und dazu habe ich noch 2,09 Euro Karotten, frische Karotten geholt. Dann noch so einen Sack. So einen Sack Kartoffeln, 2,5 Kilo für 2,49 €. Sind ein bisschen teurer geworden jetzt, finde ich. Irgendwie sind die Kartoffeln sehr teuer. Aber naja. Dann einmal Müllbeutel. 50 Liter für 65 Cent. Zweimal mit Tragegriffe. Zweimal Ketchup für die Bruna, weil sie liebt das. Für 79, damit das nicht ausgeht. Achso, die Süßkartoffeln, die normalen Kartoffeln und die Paprika wollte ich mal machen für mich. Die Woche, die kommende Woche. Ofengemüse dann mit, ich habe da noch Geflügelwurstchen, dann mache ich die noch. Dann gab es von Lidl auch die einmal, aber die waren teurer. Die von Kaufland waren jetzt im Angebot und die waren für 65 Cent. 3,8% Fett von Free From. Trinke ich auch immer die Milch von, aber die war auch leer. Heute gab es keine Milch. Dann zweimal die. Schlagsahne aufschlagen mit 19% Fett und 7% Fett zum Kochen von Rama Creme Fein. Die war für 66 Cent. Dann noch vier normale Milch, die waren in der Kühlung, weil die anderen gab es ja nicht mehr. Und ja, vier Stück davon, die sind jetzt 1 Cent teurer geworden. Die kosten jetzt 63 anstatt 62. Aber so ist das Leben, ne? Die anderen zwei Stück noch, vier Stück insgesamt. Ich weiß nicht, seht ihr mich überhaupt, weil wir haben heute ein bisschen dunkleres Wetter, aber ich glaube schon, ne? Ja. Ich habe meinen Softbox an und wir machen jetzt weiter. Achso, wir waren da wegen Punkte und wir haben jetzt zwei Stück mitgenommen von der frischen Bande. Die sind so süß.
Willst du mal zeigen? Bruno hat einmal Erdbeere. Musst du hier zu Mama kommen, weil sonst sieht dich keiner. Erdbeeren für Bruna und für Beatrice die Bienchen. Das ist die Ella und die Betty. Ja, ist ein bisschen nass von dem Gemüse, ja. Aber macht ja nichts. Schaut mal, wie süß. Süß, oder? Klein Bienchen und klein Erdbeerchen. Finde ich süßer als die von Penny. Das letztes Jahr von Penny. Die sind riesig und die finde ich süß irgendwie. Und man bezahlt nichts. Und bei Penny musste man 1,50 Euro oder 99 Cent bezahlen. Noch extra. Ja, die sind so süß. Komm zu mir, wir zeigen jetzt zusammen. So, deine und meine. Süß. So, jetzt kannst du damit spielen. Mama macht das, Mama. Mach jetzt weiter, ne? Da gab es einmal Freilandhaltung Eier für 1,59 Euro. Ist jetzt, nee, 1,69 Euro, 10 Cent teurer geworden. Dann für mich, ich kaufe eigentlich immer frischen Gemüse, aber die werden immer so schlecht, weil ich bin die Einzige, die Gemüse isst. Und heute habe ich von Bio Organic, einmal 750 Gramm für 1,89 Euro. Und normal kostet ein Kilo 1,49 Euro, aber für 30 Cent Unterschied und ich brauche sowieso nicht ein Kilo Erbsen. Ich bin die Einzige, die das isst. Manchmal Beatrice auch und noch hier Kaisergemüse auch für 1,49 Euro, 100.000 Gramm. Ich muss gleich ein Gefrierfach reintun. Dann habe ich die geholt, die waren im Angebot für 95 plus Pfand. Einmal Arizona Cowboy Cocktail mit Wassermelone. Und einmal hier Erdbeere, Zitrone, Lemon. Oh, sehr schön sogar. Allein die Verpackung hat mich so angesprochen, musste ich gleich mit der 2 mitnehmen. Ja. Was denn? Erdbeerchen. Dann 3 Berliner für 1 Euro. Eine haben wir schon genascht im Auto. Und dann Kaisergemüse mit Sesam und Mohn. 49 gab es auch normale. Klassik ohne Körner, aber die Bruna wollte das. Sagt süß. Und dann Strauch Cocktailtomaten für 99 für die Beatrice. Dreimal Knosperjoghurt. Zweimal mit Banane, Schokoflakes und Waffel Crunchies. 29 und der 35 Safari Brombeer. Ja. Gab's auch für sie. Ich kann die jetzt nicht essen. Kann ich nicht. So, einmal Hähnchen Kochschinken. Normal kostet 1,69 Euro und heute war es für 1,18 Euro. Musst du zur Seite kommen. 1,18 Euro und noch Edelsalami für 89 im Angebot. Dann Philadelphia Milka für 85 Cent im Angebot auch. Dann gab es hier die Beatrice mit diesem Brot. Sie sagt, Mama, das schmeckt so wie unsere. Und normal kostet der 99 und heute war der für 69 Cent. So ein kleines Brötchen, Bio ist das auch. Und normal so ein großes Brot für 83 Cent und das ist noch sehr weich. Esse ich fast nur alleine, weil Bruno mag das nicht. Mein Mann isst sowas, solchen Brot nicht. Der ist sowieso nicht allgemein viel und Brot auch nicht. Er ist mehr der Milchtränker morgens. Einmal American Sandwich für 89. Und noch Kartoffelpüree wollte ich noch mitnehmen. Die Soße habe ich da für die Kinder, wenn wir Fischstäbchen essen die Woche. Mache ich dann damit Kartoffel mit Soße. Die kann ich leider nicht selber machen. Habe ich noch nie hingekriegt, aber ich habe die schon fertigen. Und dann noch mit Fischstäbchen die Woche. Für 85 Cent. Blendet ein bisschen hier, ne? 85 Cent. So, jetzt die Tüte ist leer. Wir haben jetzt nur noch von Kaufland habe ich noch meine laktosefreie Sachen mitgenommen. Und zwar, ihr seht mein Softbox. So, einmal laktosefrei von Krüger habe ich zum ersten Mal gesehen. Schoko Cappuccino. 2,49. Dann einmal in Klassik auch. Habe ich genug jetzt.
Dann gab es hier noch 3 laktosefreie Milch mit 1,5% Fett. 3 Stück zu 88 Cent und normal kostet der bei Lidl 95 im Standardsortiment, aber die war auch leer. Irgendwie war heute der Milchregal leer bei Lidl. Ist nicht schön. Naja, 3 Stück wie gesagt. Dann 3 laktosefreie Joghurt. 3,8%, die waren für 49 und bei Lidl war der für 65. Das sind schon 15 Cent mehr. Deshalb habe ich auch gleich 3-mal mitgenommen, diese laktosefrei von Kaufland. Kaufland Free heißt der Marke. Ja. Und noch für mich habe ich neu entdeckt, neu gesehen im Katalog in die Angebotswoche. Nuss-Nougat-Creme, laktosefrei. Und ich liebe Nutella über alles. Und jetzt kann ich mir die wieder gönnen. Der war für 1,59 €. Habe ich mir gleich 2-mal mitgenommen. Und ja, mein Lieber. Komm mal zu Mama. Musst du hier kommen. Musst du hier zu mir kommen. Ja, heute nicht viel Schminke, nur ein bisschen Concealer und sonst nichts. Ja, meine Liebe, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir sagen Tschüss. Und ja, falls ihr uns gerne mehr Videos von uns sehen möchtet, dann abonniert uns doch einfach kostenlos oder Feedback. Wir freuen uns sehr. Ja. Achso, er will auch Tschüss sagen, der Erdbeer, Ella. Die Ella. Tschüss, mach's gut.